Tschüss. So, viel Spaß euch, ne? Ordentlich bleiben, sauber. Okay. Also nicht alles wegessen, ne? Auch noch Speed-Dating. Speed-Dating. Der wechselt gleich. Der wächst, tak, tak, tak. Gleich sitzt da der Schorsch Kern. Genau. So, wir haben drei Kameras. Ich hoffe, die filmen alles richtig. Ihr seht, mir scheint die Sonne nicht aus dem Allerwertesten, sondern aus dem Gesicht. Ich strahle dich quasi an, mein lieber Jupp. Genau. So wie immer. So wie immer, wenn du da richtig bist. Das haben wir gerade, ne? Also allein dieses Klingeln, das war schon super. Wir sind hier nicht im Wintergarten, wir sind hier sozusagen auf der Veranda. Wir holen so eine Art Käsefondue in Deutschland nach, ohne Käse. Ohne Käse, weil der ist ja hier jetzt nicht so lecker. Und auch ohne Fondue, aber mit viel Fleisch und mit von mir selbstgemachten Soßen. Also, da bin ich gespannt. Wenn er morgen ausfällt, dann waren es meine Soßen. Genau, richtig. Wir haben ja nur morgen noch was. Ja, und jetzt können wir erstmal anfangen zu essen, denn der Jupp hat Hunger. Ich drehe jetzt mal hier. Jetzt erklär mal, wie das funktioniert hier heute. Ja, also ich fülle dir jetzt erstmal hier ein bisschen Öl hier drauf. Ja. So hier alles selber machen, oder wie? Der Käse fand ich schon praktisch, gell? Dann musst du Entschuldigung, ja, da hast du den Dario dabei gehabt. Das war das Praktische. Der hat gerührt, ich habe nur getunkt. Der hat doch alles reingekippt da. Der hat doch alles gemacht. Das stimmt. Siehst du, ich glaube, wahrscheinlich reicht für uns eine Seite, oder? Ich bin mir ziemlich sicher. Siehst du. Ich weiß nicht, wie viel du sonst so isst. Ja, normalerweise halt immer mit allen Mann hier. So, und dann nimmt man sich einfach so ein Stück Fleisch. Und dann, das ist diese Art heiße Stein, nur in modern. Und dann nur modern, mit elektrisch und so. Schönes Rostbeef, Schweinefilet. Für schon nachhaltiger Strom und so, oder? Absolut, ja. Da hinten siehst du mal eine Frau auf dem Fahrrad. Da ist ein Fahrrad reden. Ja, also cool. Falls wir irgendwie schon leicht amüsiert wirken. Nein. Das liegt an, wir haben schon vorgeglüht. Es ist halt heute warm. Ja, sehr warm. Und ich bin mal gespannt, wie laut es ist, aber ich glaube, es geht. So, dann. Das Putzeln darf ja mit drauf auf den Ton, oder? Das Putzeln, ja, das gehört dazu. Das Aglio hast du selber gemacht, hast du gesagt. Aioli und auch die Soße, die habe ich selber gemacht. Sehr gut. Das heißt, das auf so Kamera musst du das Ganze jetzt wirklich sowas machen. Nee, Knoblauch ist so meine Welt. Ja, das ist das Gleiche, nur mit zusätzlich noch Curry drin. Und ja, ein bisschen Pika. Pur. Ich höre dann halt nicht. Mach den nicht. Siehst du, das ist auch wie so eine Art Ehe, der probiert schon nicht mehr. Da, das kenne ich alles schon. Kenne ich alles schon. Schmeckt schon gar nicht. Weiß ich doch. Ich weiß schon, wie du das machst. So, so, warum muss man hier drehen? Ja, dann, wenn es fertig ist. Also, wenn wir auf einer Seite gucken, wir hier, haben wir schon ein bisschen braun. Ein bisschen geben wir ihm noch. Das ist gut. Ja. Lecker angerichtet hast du hier. Ja, lecker darf man nicht sagen, ich komme ja aus Bayern. Lecker ist das verbotene Wort. Gut. Gut. Ist gut. Ja. Schee. Aber nicht lecker. Lecker ist verboten. Verliert man das? Verliert man. Und ich sage es leider ganz, ganz oft. Und wenn ich mit meiner Familie zusammensitze, muss ich es tunlichst vermeiden, dieses Wort zu verwenden. Mischst du dann auch Bayerisch und Schweizer? Wobei du sagst selber Schweizerdeutsch spricht. Nee, ich wirklich. Kann kein Schweizerdeutsch. Ich verstehe alles. Aber ich kann es nicht. Seitdem ich in der Fortis bin, habe ich ja, sage ich mal, viel mehr schweizersprachige Mitarbeiter. Und wenn du dann tagtäglich, jeden Tag mit denen 8 Stunden zusammen bist, dann ist automatisch so, dass du irgendwann mal Wörter übernimmst. Mhm. So. Ohne dass du es selber eigentlich registrierst. So. Wenn ich dann wieder zu Hause bin und meine Söhne das hören, die sagen immer, nee, Papa, bitte lass das. Boah, diese Mischmasch geht gar nicht. Entweder richtig oder gar nicht. Ja, der Andreas hat es ja gut drauf, ne? Der Andreas kann es, aber der ist auch sprachbegabter als ich. Bin ja kein bisschen. Der ist ja noch so jung, ne? Der ist noch sehr jung. Der hat ja noch nicht mal einen 40er, glaube ich. Echt nicht? Nee. Das kann man ja gar nicht vorstellen. Ein kleines Kind. Im Übrigen, 5. Jahr ist jetzt sofort, ne? Wir sind jetzt, im September wären es 5 Jahre. Ja. Du weißt, das ist Holzhochzeit, ne? Ja. Ja? Keine Ahnung, da kenne ich mich nicht aus. Jetzt weiß ich nicht, hältst du es denn noch 5 Jahre mit dem Andreas überhaupt aus? Ja, das schaffe ich. Bin ja hart im Nehmen. Irgendwann schluckt man einfach runter und dann ist gut. Okay, ich sage jetzt nichts weiter. Ja, okay. Wir lassen jegliches Kommentar. Absolut. Genau. Haben wir den Salz hier? Guck, dann hast du noch ein bisschen Salz. Salz haben wir, aber jetzt lasse ich hier noch ein bisschen. Ich mag es ja gerne. Du magst es gerne salzig. Ich mag es schon blutig, aber ich mag es auch gerne richtig außen, richtig schön dunkel. Ah. Ja. Ich drehe dir mal höher. Dass ein bisschen Geschmack reinkommt in die ganze Geschichte. Aber ist gut.
Hat schon gut Temperatur, das Ding, ne? Ja, weil es zwischendrin dann irgendwie auch mal wieder ein bisschen lau wird und dann ist es so, aber ja, das macht. Ja, ist vor allen Dingen ein cooles Essen, weil du kannst immer so verschiedene Soßen und dies und das und das ist einfach. Kannst du ein bisschen Gemüse noch das drauf. Das ist hier Schwein, oder? Oder was ist das hier? Das ist Schweinefilet, genau. Das andere ist Dry-Aged Rockbeef. Und das ist irgendwie. Schwein soll man ja nicht so roh essen, habe ich gehört. Ist ja auch Blödsinn. Ja, ja, das kommt ja, ja, das kommt früher noch von dem, als sie wirklich noch sämtliche Krankheiten hatten und so weiter. Ja, aber eben, denke ich mir doch auch. Ein Schweinefilet isst du ja immer rosa. Ja, eben, denke ich auch. Ja, also egal. Aber das hat Temperatur, das ist gut. Ah, so mag ich das. Komm, das kommt schon. Sehr schön. Du bist ja jetzt schon einige Zeit kreativ am Werkel, ne? Mhm. Bei der Fortis. Haben wir schon viel geschafft in den 5 Jahren. Ja, schon viel geschafft. Muss man echt sagen. Hast du denn noch... Wie viele neue Uhren hast du schon fertig im Kopf, die irgendwann kommen werden? Also es kommt schon noch was. Es ist schon noch was in der Pipeline und wir arbeiten schon wieder an den nächsten. Also du musst ja in der Uhrenindustrie immer, habe ich auch gelernt, so 2 Jahre, 3 Jahre voraus musst du schon arbeiten und denken. Weißt du, und planen. Also wir sind eigentlich schon so bei uns in unserer Planungsphase, das ist noch nicht so abgeschlossen, aber so 25, 26 ist gerade so unsere Diskussionsstoff, was wir 25. Ja. Hast du dir das vorher anders vorgestellt gehabt? Ja. Das heißt eigentlich zackiger, ne? Naja, ich komme ja aus der Lebensmittelindustrie, wie ja jeder weiß inzwischen so. Und in der Lebensmittelindustrie denkst du natürlich von Ernte zu Ernte. Also 12 Monate. Mhm. Also ein Jahr vorausdenken ist etwas völlig Normales. Das ist jetzt nicht ungewohnt. Ich bin natürlich in die Uhrenindustrie gekommen und gesagt, da geht das alles ein bisschen zackiger. Da musst du vielleicht nicht ein Jahr vorausdenken. So. Mit dem Ergebnis, dass es halt genau anders war, dass ich noch länger vorausdenken muss, hat mich schon überrascht. Bist du jemand, der viel vorausdenkt? Also ja, weit vorausdenkt? Generell bin ich einer, der, glaube ich, viel zu viel vorausdenkt. Ich bin auch einer, der sich manchmal ein bisschen verkopft. Kann man zu viel vorausdenken? Also es geht ja nicht darum, sich Gedanken zu machen, sondern wirklich so eine Zukunftsvision zu haben, die jetzt, sag ich mal, in 5, in 10, in 20 Jahren stattfinden kann. Das ist ja so eine Sache, viele haben ja so einen ihren Horizont, der geht dann vielleicht mal bis zum Monatsende oder sowas. Ne? Und ich denke mal so, geschäftlich musst du ja echt... Wenn sie schon so weit denken, ist schon gut. Meinst du ja? Nee, ich bin glaube ich einer, ich denke viel zu viel, weil ich habe so irgendwann mal gelernt, länger als 2 Jahre macht keinen Sinn, weil es kommt eh anders. Mhm. Aber irgendwie so als Visionär musst du schon noch mal 10, 20 Jahre so, wo will ich denn hin? Du brauchst ein Ziel irgendwo im Leben. So, der Weg dahin ist mir eigentlich meistens relativ wurscht. Das Ziel verliere ich nie aus den Augen. Ich will dahin, aber ob das jetzt hier rechts rum oder links rum oder wenn wir merken, wir sind da und müssen schnell rüberwechseln, um dahin zu kommen, das stört mich eigentlich nicht. Also kein bisschen. Es gibt ja so Leute, die so stur auf Plan sind, weißt du, so, das ist der Plan und jetzt kommt Punkt 1 und Punkt 2 und Punkt 3. Das bin ich überhaupt nicht. Ich bin da extrem flexibel. Ich glaube, musst du auch sein, weil wenn du nicht flexibel bist, dann kannst du dich ja auf, ich sag mal, Eventualitäten gar nicht einstellen. Wenn du so stur nach Plan gehst, dann, es gibt ja Leute, die dann einfach stoisch weitermachen, aber dann hast du ja, wir haben vorhin so ein bisschen über dieses Jahr gesprochen, das ist ja echt, ich glaube, für die gesamte Branche echt ein sehr, ja, nicht interessant, ist vielleicht fast schon zu positiv, aber es ist durchaus ein Jahr, das so viele Fragen offen lässt. Man weiß gar nicht so, ich habe manchmal so den Eindruck, ich habe das auch hier oft dann schon mal so in der kleinen Reihe mal gefragt, könnt auch gerne auch mal in die Kommentare schreiben, ob so ein bisschen der Uhrenenthusiasmus gerade so ein bisschen auf Eis liegt, weil die Leute so ein bisschen Angst haben vor dem, was eben kommt in der Zukunft. Definitiv. Könnte das so sein? Wir sind natürlich... Wir haben 3 extrem harte Jahre hinter uns oder sag ich mal hart, weil total anders, als jeder erwarten konnte. Ja, das ist schon gut. Und natürlich du hier extrem zeigen musstest, wie flexibel du bist. So, und es waren jetzt ständig neue Sachen und jeder dachte so, nee, jetzt ist dann vorbei, jetzt geht's wieder zurück in die Normalität und dies jetzt halt. Oder letztes Jahr besser gesagt, jetzt natürlich mit der ganzen Ukraine-Situation schon wieder was komplett Neues passiert, was keiner erwarten konnte. Ja. Und ständig musst du dich neu einstellen und jede Woche überlegen, wo was machen wir jetzt, was machen wir jetzt. Ich kann eigentlich Plan A gar nicht verfolgen, weil ich vergiss es. Du musst irgendwie jeden Tag schauen, wo stehen wir denn. Und wir kommen aus einer Zeit, wo der Corona, glaube ich, hat diesen Uhrenenthusiasmus extrem nach oben gepusht. Ich meine, es kam, die Leute waren gelangweilt zu Hause.
hatten das Internet, haben angefangen zu suchen, ein bisschen Geld war. Haben den Urlaub nicht machen können? Haben den Urlaub nicht, war ein bisschen Geld auf dem Konto und dann haben dann und was ich ja extrem kritisiere, sind dann die Spekulanten, die dann gekommen sind und gesagt, so, ich kaufe jede Rolex, die ich finden kann. Hauptsache, sie ist morgen mehr wert, die eigentlich diesen Uhrenenthusiasmus, wie wir zwei den leben, überhaupt nicht haben. Und da kann ja Rolex durchaus dazugehören, aber eben nicht aus dem Grund heraus, ich kaufe mir jetzt eine Rolex, ja. Um sie halt, als Spekulationsobjekt in den Safe zu legen. Richtig. Da finde ich so eine geile Anekdote. Dachte mir, letztens war ich hier mit dem, sorry für den, von Alter den, boah. Unglaublich, ich habe es mit Namen in letzter Zeit. Du hast auch so ein Corona-Ding. Das ist schon mein ganzes Leben. Aber ich blende es hier gleich ein. Und mit einem großen Herzchen. Also das ist wirklich ein Blackout gerade, egal. Auf jeden Fall, der war hier. Und er sagte so, er hatte sich irgendwie mit Kunden unterhalten. Und die sagten so, oder der eine Kunde sagte, ja, er hat sich mit Freunden getroffen. Die hätten alle gesagt, hey, kauf die Rolex, weil er hat sich für eine Omega interessiert. Und er sagt, ja, ich weiß nicht, aber ich finde die einfach schön und so weiter. Und am Ende sagt, hat er sich dafür entschieden. Freunde haben sich alle die Rolex gekauft. Er hat sich für die Omega entschieden. Er sagt, er ist der Einzige, der die Uhr heute noch hat, während die anderen alle ihre Uhren verkauft und nichts mehr mit Uhren zu tun haben. Und er ist so richtig angefixt und ist in dieser Sache drin. Ja. Und ich glaube, das ist das, was du so meinst. Ne? Das ist das. Die Leute haben den Markt nach oben gepusht, wo klar war, dass er irgendwann wieder zusammenfällt. Weil am Schluss lebt diese Industrie von uns Enthusiasten und die wirklich Uhren mögen und nicht von Spekulanten. Ja. Ich glaube, dass das viel zu gefährlich ist, dieses ganze Spekulieren. Ich meine, wir sehen ja, dass es jetzt am Schluss doch in die Hose geht. So. Ist so ein Konzern, der dann so eine Uhrenmarke kauft, nicht auch schon Spekulant? Schwer. Weiß ich jetzt nicht. Kann ich jetzt so. Ich finde das schwierig, weil du wirklich, wenn ich das so mitkriege, teilweise hast du wirklich bei den Konzernen das Problem, dass sie natürlich alle sehr zahlenfokussiert sind, weil dann geht es jetzt erstmal um die globale Marke, die dann eine Uhrenmarke besitzt und die muss halt performen. Und ich glaube auch, dass da der Uhrenenthusiast, wie du beide sagst, wie wir den kennen, schon so ein bisschen auf der Strecke bleibt, weil einfach nur noch gemolken wird, wo zum Beispiel. Natürlich wird der gemolken praktisch nach Zahlen. Hundertprozentig. Es ist schwer zu sagen, weil du musst das von Konzern zu Konzern sehen. Ich bin mir sicher, das ist auch, wann ist ein Konzern Konzern? Weißt du, wann ist eine Firma und wann ist ein Konzern? So, genau. Es gibt auch immer noch große Firmen, wo halt auch, oder Unternehmer, wo halt auch wirklich immer noch ein Eigentümer ist, der sagt, ich habe einfach Bock auf die Marke und ich kann es mir leisten. Genau. Das ist, so, das ist cool. Es gibt mehrere, so, die auch im Hintergrund bleiben und sich nicht nach vorne schieben. So. Dann finde ich, dann ist es, natürlich will der am Schluss immer auch Geld verdienen. Ich meine, ganz ehrlich, ich bin auch Unternehmer. Ich bin ja jetzt kein nicht verrückt und sage, es ist mein liebstes Hobby, hier das irgendwo das Geld rauszuhauen. Nein, das Schöne ist, man kann mit seinem Hobby eben das Geld verdienen. Ja, richtig. Man kann das richtig ausleben. Ist es langfristig das Ziel, das zu tun? So, aber es geht ja auch nicht darum, Geld zu verdienen. Das ist ja, finde ich, normal. Es geht eher wirklich um die Sachen, wo du teilweise hast, ich will jetzt gar keinen Konzern nennen, aber du hast ja gesagt, da sind dann 4, 5, 6 Luxusmarken unter einem Dach. So, da gibt es ja ein paar. Und die sind alle, ich finde, so durchgemanagt. Und das gerade, weil da hast du eben das, was du sagst, du musst dich anpassen und musst flexibel dann überlegen. Richtig. Und das kann da gar nicht mehr passieren. Aber der Unterschied ist, ich habe eine Entscheidungsgewalt und ich kann es auf meine eigene Kappe nehmen. Ich muss mich von niemandem rechtfertigen. Genau. Wenn ich das so mache, dann ist es meine Entscheidung und ich habe mit der Entscheidung zu leben und mit den allen Konsequenzen, die rauskommen. Wenn du im Konzern hast, wo du im Endeffekt Mitarbeiter hast, die einfach ein Gehalt bekommen, der sagt, naja, ich mache das jetzt so, am Schluss muss ich mich vom Chef rechtfertigen und ich muss Zahlen liefern. Ich kann dir nicht sagen, du übrigens, schau mal, was ich für eine geile Uhr gemacht habe. Genau, aber das ist ja das, was ich gerade sage, was meine Argumentation so ein bisschen in die Karten spielt. Ja. Dass du eben dadurch, dass es eben alles Individuen sind, die eben für sich in ihrem kleinen globalen Kosmos, wo sie jetzt sind, entscheiden müssen und möglichst ihren Job behalten wollen, Entscheidungen treffen werden, die nicht unbedingt von Leidenschaft getrieben sind. Absolut. Und das finde ich persönlich schade. Das ist mir, ich weiß nicht, vielleicht kennst du bestimmt auch, ich meine, wir sind ja beide jetzt nicht mehr junge Sprinter. Ja, nicht mehr wirklich. Und wir haben ja auch so ein bisschen geschäftliche Erfahrung. Und manchmal sind ja so Sachen, die dir erst später so mit der Erfahrung bewusst werden, was so läuft. Wie klein du selber vielleicht in manchem als Schräubchen irgendwo bist. Ja. Und dass das so eigentlich gar nicht das Ding ist, was du gerne verfolgen möchtest. Und du kommst so an dieses Umdenken. Und dabei kam mir dieser Gedanke, wo ich denke, ja, meine Güte, eigentlich, die machen alle super Uhren teilweise, alles schön. Aber es ist so ein bisschen wie Charts.
Ja. Ne? Es ist so halt, wir machen mal mit Photoshop. Genau, das muss möglichst passen, alles. Ja. Das muss alles clean sein. Die Boyband, der Rapper und so weiter. Die müssen alle genau da positioniert sein. Wie du sagst, es ist Schema F. Ja. So, wir schauen mal, was die letzten 30 Jahre sich an Modell gut verkauft hat. Dann schauen wir, dass wir irgendwie eine ähnlich in die Richtung tendieren, so ohne dass wir eine Kopie sind. Und dann holen wir uns Ambassadoren XY, zack, zack, zack. Und dann knallen wir den Markt voll mit Werbung. Und dann schießen wir das nach oben. Ja. So. Das ist so deren Konzept. Aber Schema F gibt es bei dir nicht, ne? Nein, überhaupt nicht, kein bisschen. Und das ist das, was ich nicht mag. Ich meine, ganz ehrlich, ich habe das nicht gemacht, damit ich habe es ja schon mal erzählt, ich hab mir nicht eine Fortis gekauft, damit ich noch mehr und noch mehr. Das war überhaupt nicht mein Ziel. Mhm. Es war das Ziel eigentlich für mich nochmal, okay, komm, lass nochmal eine gesunde Firma aufbauen. Ein Hobby fürs Alter. Nee, ein Hobby mag ich nicht. Ich mag den Begriff Hobby überhaupt nicht. Nein, weißt du? Aber es ist schon dieses Ding nochmal, komm, wenn du was reißen willst, dann musst du es jetzt nochmal anpacken, weil das dauert 10, 20 Jahre, bis das funktioniert. Das ist einfach mal normal. Diese ganzen Startup-Schmarrn, was sie da mal erzählen, von wegen hier in einem Jahr zum Milliardär, am Schluss wissen wir, das ist alles Humbug, das ist alles Bullshit. Mhm. Ja? So, eine gesunde Firma braucht 10, 20 Jahre so. Und dann habe ich gesagt, jetzt muss ich es anpacken. Und das war so mein Traum eigentlich. Und das ist dann die Fortis geworden. Das ist einfach nur schön, weil es einfach etwas ist, was mir Spaß macht. Aber dann sind wir doch schon wieder beim Hobby. Ja, natürlich. Aber in Wahrheit ist es ein Hobby ist ja was Positives. Eher Hobby zum Beruf. Ja, absolut. So meinte ich das auch. Ja. Das ist ja im Prinzip etwas, wo du dann im Alter, ich meine, in 20 Jahren sind wir nicht mehr 20, nö, auch nicht 40. Ja, richtig. Ja, sondern, und dann ist es doch cool, auf etwas zurückzublicken, wo du selber sagtest auch, wenn deine, wie schön findest du es, wenn deine Kinder Spaß haben? Ja, klar, ich meine, wenn du mich vorhin gefragt hast, so was siehst du in 10, 20 Jahren, natürlich sieht man sich in 20 Jahren und sagt, schau, das haben wir gemacht. So, das waren wir Jungs, wir Team, wir haben das hochgezogen und wir haben was geschafft. Ja, es ist, wie gesagt, nicht unser Ziel, so groß zu werden wie die anderen. Aber wir wollen eine gesunde Firma, die auf eigenen Beinen steht, ohne dass sie irgendwie von anderen Leuten Geld braucht und am Schluss sich von niemandem was zu sagen. Mhm. Das ist eigentlich das Entscheidende. So, und das will ich machen. Wie wichtig ist es dir, dass deine Kinder das mal gut finden, was du machst? Eigentlich schon. Ich meine, ich habe es auch immer wieder gesagt, eigentlich habe ich es ja deswegen auch gemacht, weil ich für meine Kinder das, was noch in der Zukunft natürlich aufbauen möchte. Ich glaube, man muss es realistisch sehen. Ich habe ja das selber schon durchgemacht als Sohn natürlich. Ja, ich komme ja eben auch aus einer Familie, wo ein Unternehmen da war. Ich habe einen Vater gehabt, der war immer extrem locker. Der hat immer gesagt, schau, mach was du willst. Das ist dein Leben. Ich kann dir nur die Möglichkeit bieten, wenn du sie nicht wahrnimmst und sagst, du willst lieber dorthin, dann tu es. Ja? Aber es ist da. So, natürlich habe ich dann irgendwann die Entscheidung getroffen, weil es einfach für mich das Schlauste und das Beste war zu dieser Zeit. Absolut. Ich bereue es auch in keinster Weise. Und ich glaube, dass ich mir selber damit abfinden muss, ja, wahrscheinlich muss ich meinen Söhnen auch diese Möglichkeit bieten. Und wahrscheinlich musst du auch damit leben, dass vielleicht der eine sagt, nee, ich habe keinen Bock. Hm. Weil ganz ehrlich, müssen wir uns auch die Frage stellen, macht es Sinn, die Kinder dann da reinzuzwängen, wenn sie am Schluss keinen Enthusiasmus für Uhren haben? Weil dann wissen wir auch beide, dann wird es nicht funktionieren. Wobei das in vielen Familienfirmen, also in Familienunternehmen, echt so ein großes Thema ist, dass der Sohn das dann nicht übernehmen möchte. Das Dramen gibt es ja, da. Ne? Meine, ganz ehrlich, als ich, sag ich mal noch, vor ich 18 war, habe ich auch klar gesagt, ich mache das nicht. Mhm. Ich habe meinem Vater geklickt und klar gesagt, ich werde das nicht tun, weil ich habe da keinen Bock drauf. Hat er akzeptieren müssen. So, natürlich wurdest du irgendwann älter und hast irgendwann mal akzeptieren müssen, ja, okay, irgendwie kannst du das doch und irgendwie passt es ja auch. Und dann du wirst ja reifer mit dem Alter. Also gerade, ich meine, hoffentlich sollte man. Wäre wichtig. Aber von dem her sage ich mal, bei mir ist das, eigentlich möchte ich es meinen Kindern auch sehen. Weil für mich war es eigentlich der größte Luxus, selber zu entscheiden, was ich tun darf. Absolut, ja. Ist ein Privileg. Ja, und das ist mir vollkommen bewusst. Und ich glaube, es wäre eine Schande, wenn ich es jetzt nicht so weitergeben würde. Aber natürlich wünschst du es dir jetzt, ganz ehrlich. Du kannst jetzt erzählen, was du willst. Am Schluss wünsche ich es mir. Ich sehe es ja. Ne? Weil mein Sohn ist ja, der war eine Zeit lang auch, der wollte, glaube ich, irgendwann mal, ich weiß nicht, was er alles werden wollte, am liebsten irgendwie in der Musikbranche irgendwie durchstarten, natürlich, selbstverständlich. Ja? Haben wir alle schon mal vorgehabt, ne? Wo wir wieder beim Thema sind. Wann kommt denn da der nächste Auftritt? Gibt's sowas noch? Doch, ich habe erst vor 2 Wochen, ich habe mir erst ein Konzert in Regensburg. Ach. Ja.
das ist immer so ein bisschen unter dem Radar, weil das ist immer so bei mir so, weißt, das ist dann wirklich Hobby. Und das ist dann so. Das heißt, wir machen das jetzt nicht öffentlich, sondern sagen so, dein nächstes Konzert ist dann? Nee, ich weiß noch nicht, aber wir versuchen am 7. Oktober was zu organisieren, aber ich weiß noch nicht wo. In wo? Weißt du nicht? Ja, das weiß ich nicht, weil ich mich da nicht drum kümmere, weil ich jetzt mich inzwischen, also innerhalb der Band, klar, die Finesse-Show, ich habe wenig Zeit. Ist das so? Es ist jetzt momentan so. Momentan gibt es für mich die Fortis. Ja? Und das ist Prio Nummer 1. Und Prio Nummer 2 kommt dann irgendwann die Band. So. Wie lange seid ihr zusammen als Band? Ja, als Band, also richtig angefangen habe ich 1992. Also 31 Jahre jetzt. Oh. Und länger als ich mit meiner Frau zusammen. Und jetzt die Formation, wie sie jetzt ist seit 95 vorbei. Wie gesagt, von 92 ja auch noch welche dabei sind. Also es ist so, weißt du, wie das ist so bei Bands. Du fängst mal an und dann wechseln so ein paar durch. Dann erst mal einen Namen und ein bisschen die Musikrichtung. Aber seit 95 ist es eigentlich so, wie es jetzt steht. Und ist immer noch lustig. Und wir machen das so gerne, weißt du, so. Unsere Konzerte sind immer sehr viel, wir kennen in Wahrheit jeden im Publikum. Weißt du, die kommen schon seit 20 Jahren. Inzwischen bringen sie ihre Kinder mit, was ich ja total geil finde. Ist kein Schmarrn. Das heißt, es werden mehr. Ja, das werden jetzt mehr. Weißt du, denkst du, freust dich und denkst du, hey cool, jetzt kommen endlich wieder da junge Leute, 18, 20 Jahre alt. Ja, meine Tochter. So, ja genau, ist die Tochter von dem und dem. Ah, okay. Passt. Also von dem Sinn macht es schon richtig, richtig Laune. Und es ist schön, immer so diese Altherrentreffen und Revivals, die man da so durchlebt. Und es kommen dann am Schluss auch mal ein paar hundert Leute und das macht halt Spaß. Und deswegen mache ich es noch. Kannst du was von deiner Band so auf die Fortis transportieren? Irgendwas, was du erlebt hast? Irgendwas, was da gelaufen ist, wo du sagst, da kann ich irgendwas in der Firma mit anfangen? Erfahrung, Band, Teamplay? Ja, Teamplay definitiv. Also ich glaube, dass ich durch die Band extrem Teamplayer gelernt habe. Ich meine, wenn du so lange zusammen bist und wir haben ja das intensiv gelebt, das war ja damals für uns nach der Schulzeit, wir haben ja in der Schulzeit angefangen zusammen. Richtig Schulband, ja? Das, ja, im Endeffekt stammen ja alle. Ich meine, unseren Gitarristen, den kenne ich seit der 5. Klasse. Wir haben das natürlich schon mit dem Ziel gegründet hier, wir werden berühmt und wir machen hier eine richtig fette Band. So, wie halt alle. So. Und wir haben das gelebt. Bei uns gab es am Wochenende nur Band. Entweder waren Bandproben oder wir waren auf einem Konzert. Und wir waren jedes Wochenende unterwegs, haben in irgendwelchen Clubs gespielt für Bier und Bratwürstchen. Keine Ahnung, weißt du? Das heißt, wenn du jetzt nicht wirklich im Urlaub gewesen wärst, mit mir nach Wacken gekommen? Ich wäre mit dir nach Wacken gekommen, wenn ich nicht da gewesen wäre. Also das hätte mir Spaß gemacht. Wollt ihr das nächstes Jahr sehen? Sollen wir das nächstes Jahr mal planen? Müssen wir rechtzeitig den Termin festlegen, damit ich mir dann auch... Immer erstes Augustwochenende. Ja, ich war noch nie in Wacken. Immer, erstes Augustwochenende. Aber wir waren früher, weiß ich noch, jedes Wochenende auf irgendwelchen Festivals entweder selber gespielt oder irgendwie als Besucher. Ja, das wäre doch ein Gag, wir beide in Wacken. Ja, das wäre lustig. Das können wir machen, aber wir machen dann schon mehr so Glamping oder so Luxusding. Ja, das habe ich jetzt auch. Was denkst du denn? Wir sind jetzt, glaube ich, 100 Meter von der Hauptbühne weg oder sowas. In so einem, das müssen wir dann wieder buchen, dann machen wir das. Mhm, können wir schon machen. Wollt ihr das sehen überhaupt? Sollen wir da Videos drehen? Dann machen wir drehen auf jeden Fall Videos. Kommentare schreiben, natürlich machen wir dann ein Video. Ja. Dann machen wir dann einen Wackentest. Einen Wackentest? Mhm. Habe ich ja einmal schon. Hast du schon gemacht mit dem Kosmonauten? Dein Ventilator fängt an, am Bein zu krümmen. Er sagt, es wird Zeit. Jungs, liest mal nach. Nein, glaube ich, kann sehr lustig sein. Aber ist mal was anderes. Ja, dann machen wir das. Ja, genau. Hätte ich Bock. Können wir einplanen, ja? Ist cool. Nee, aber wie gesagt, von der Band, was habe ich gelernt? Das ist dieser Teamplay, wenn du so intensiv zusammenlebst. Und wir haben ja auch Alben aufgenommen und in der besten Studiozeit verbracht. Du bist extrem aufeinander und es stehen ja auch Stresssituationen. Und du musst mit diesen Stresssituationen umgehen. Das ist ja da, wo viele Bands dann auseinanderbrechen. Ja. Der Erfolg stellt sich nicht ein. Du verschwendest deine gesamte Freizeit, dein ganzes Geld, was du hast, irgendwie in diese Band, in diese Idee dahinter. Und dann kann schon mal Frust aufkommen. Und dann fliegen auch mal die Fetzen. Und bei uns sind verdammt oft die Fetzen geflogen. Das kannst du mal glauben. Also das war wirklich... Ihr Streit ist gar nichts. Weil ihr hattet den Traum und... Wir hatten einen Traum und dann kommt irgendwann, dass das funktioniert nicht und der Frust kommt etc. Sondern der eine hat eine Freundin und wir. Ja, genau, so. Richtig, genau so. Einer wie ich, der sagt, ich ziehe jetzt in die Schweiz und sowas. Das passiert. Also man mag das nicht glauben, aber das passiert. Es gibt Leute, die ziehen in die Schweiz und werden Schweizer. Mhm. Mit bayerischen Genen. Wie schmeckt denn eigentlich meine Mayo? Hervorragend, sensationell. Okay. Wollte ich gerade sagen. Wirklich ganz toll. Das haben wir wahrscheinlich jetzt gerade nicht drauf. Hast du von Metallica den Some Kind of Monster, den Film gesehen? Ich habe den irgendwie über angefangen. Über St. Anger Album, wo sie da aufnehmen. Naja, ich weiß. Und ich habe mir das angeschaut und habe mir gedacht, ich finde es echt cool, dass es den großen Bands auch so geht wie uns Kleinen, weil in Wahrheit ist das bei uns auch so gewesen.
Also wir hätten auch schon fast einen Psychologen gebraucht. Ja, das ganze Ding sind doch alle. Ich habe mir irgendwas von Motorhead, war mal auch so eine, ich weiß nicht, ich habe einen Film, da ging über, nee, Motley Crue. Mhm. Den musst du dir mal angucken. Junge, was da, wenn das nur die Hälfte ist. Die waren ja noch eine ganz andere Art der Nummer. Ja. Aber da lernst du mit diesen Situationen umzugehen, du lernst als Team zu funktionieren, auch wenn es nicht läuft. Mhm. Und das ist etwas, was ich versuche, meinen Mitarbeitern immer jetzt mit rüberzugeben, weißt du so. Das kann man lernen, weil es läuft ja nicht immer. Du brauchst ja nicht schönreden. Nicht in jeder Firma läuft es jeden Tag immer super. Bist du noch so ein bisschen Herbergspapa manchmal? Naja, ich meine, ich sag immer, als Firmenchef bist du 50% deiner Zeit Sozialpädagoge. So ist das. Einfach die Wahrheit. Bist du denn da drin ausgebildet? Ja, bin ich leider. Bist du? Was hast du denn? Habe ich dir nie erzählt? Nein. Ich war ja Gymnasium. Mhm. Und dann bin ich 18 geworden. Und dann waren meine Eltern im Urlaub. Und dann habe ich spontan beschlossen, dass ich das irgendwie scheiße finde mit der Schule. Und habe mich abgemeldet. Konnte ich ja mit 18 selbstständig. Und war jetzt nicht so toll daheim, fand die nicht so cool. Fand die gut, aber ich habe mir dann erstmal ein halbes Jahr Auszeit gegönnt und mir dann halt überlegt, okay, was willst du denn eigentlich machen? So, und dann war eigentlich, eigentlich will ich schon irgendwie weiterbilden. So, aber das mit dem Gymnasium hat mir irgendwie alles nicht gepasst. So, und dann bin ich auf die Fachoberschule und habe einen sozialen Zweig gemacht. Das heißt, ich habe in Pädagogik, Psychologie, habe dann Abitur gemacht. Kommt mir heute extrem zugute. Ja, der Andreas ist manchmal ein bisschen schwierig. Richtig, genau. Man möchte natürlich so drüber reden. Manchmal muss man das. Aber ne, den fütterst du dir jetzt auch mit durch. Ne? Der ist ja quasi übergeben worden. Ne? Mhm. Und, genau. Ja. Der war ja schon da. Ja. Aber ich glaube, er macht sich ganz gut. Ja, er entwickelt sich. Er war brav heute. Ja, brav. Schön Wein geholt. Da ist gut. Super. Ich habe ihn langsam so, da wo ich ihn brauche. Und das dank deiner sozialen pädagogischen Ausbildung. Richtig, genau so. Und dann habe ich ja Zivildienst gemacht. Da war ich praktisch in der Montessori-Schule Lehrerassistent. In der 5. Klasse, das war sehr cool. Also es hat mir wahnsinnig Spaß gemacht. Und dann habe ich gesagt, okay, jetzt bist du schon drin in der Geschichte. Und dann habe ich noch 4 Semester soziale Arbeit in München studiert. Habe dann aber relativ schnell gemerkt, dass das langfristig für mein Berufsleben dann doch nicht das ist. Ich bin ein sehr aufgeräumter Mensch, ein sehr zielstrebiger Mensch. Und hatte dann irgendwie doch keine Lust, mir den ganzen Tag irgendwelche Probleme anzuhören. Ich wollte irgendwie so mehr so raus. So. Und dann ich glaube, dass das was bringt, wirklich. Das ist ja was Prägendes. Ja, definitiv. Also es hat mir hundertprozentig was gebracht. Für mich selber und auch für alle anderen. Ja, du predigst ja auch manchmal so ein bisschen deine Marke, ne? Das ist ja schon so ein bisschen. Du wirst lachen. Seht hier, Spalte, den Weg, das Wasser. Ich sehe mich jetzt nicht so, aber. Nein, natürlich nicht. Ich habe auch mit dem ganzen Predigen nichts am Hut. Aber das Lustige war, dass mich mein Cousin, der Pfarrer ist, angerufen hat letztes Jahr am Geburtstag. Er sagt: Jupp, ich habe mir deine ganzen YouTube-Videos jetzt angeguckt. Du wärst auch ein toller Pfarrer geworden. Sag ich, ja, nee. Meine Chef, das ist nicht ganz mein Verein. Sehr gut. Nee, aber danach bin ich dann eben Unternehmer geworden. So, bin ins Familienunternehmen eingestiegen und habe das gelernt, habe von der Pike auf und mein Ding gemacht. Wie lange hast du vorher im Familienunternehmen gearbeitet, bevor die Fords gab? Ja, ich habe meinen ersten Arbeitstag habe ich erst 8. Januar 2001 war das. Ja. Also fast 18 Jahre war ich praktisch. Ein volljähriges Leben lang. Ja, richtig, genau so. Und da war ja dann so die Phase für mich, wo ich sagte, schau, ein bisschen was musst du noch mal. Weißt du, bist du 40? Meine Frau behauptet ja heute noch, das war die Midlife-Crisis. Ich sage, nee, mir war einfach langweilig. Ist gar nicht wahr. Aber zum Thema, hat es was gebracht mit der Band? Ja, definitiv, hundertprozentig. Ich habe gelernt, in Stresssituationen klarzukommen. Ich habe gelernt, damit klarzukommen, wenn um dich herum alle streiten und sich fetzen. Und ich habe gelernt, wie ich das wieder runterkriege. Ich glaube, es gibt wenig Dinge im Leben, die wirklich völlig unnütz sind. Ich glaube, dass du aus allem einen Mehrwert ziehen kannst, wenn du es kapierst. Mhm. Gibt ja so Leute, die lassen bestimmte Situationen, bestimmte Dinge einfach an sich vorbeiziehen. Mhm. Oder jemand denkt so, echt?
warum? Das verstehe ich nicht. Wo ich denke, greif zu, merkst du das nicht? Das ist eine Chance und ich greife, mach. Ja. Lern daraus, entwickel dich. Also, ich habe schon oft Diskussionen geführt mit Leuten. Man kann es jetzt nicht wirklich 100% verallgemeinern, aber die halt dann immer jammern und so weiter, wie schwer sie das Schicksal haben und dass sie nie die Chance für das hatten. Und sage ich, ja, logisch, der eine hat es ein bisschen leichter, der andere hat es ein bisschen schwerer. Das ist ganz klar, je nachdem, wo du aufwächst, wie du groß wirst, etc. So. Aber ich glaube, dass für jeden Menschen Chancen auf der Straße liegen. Das glaube ich auch. Du musst halt hingreifen. Ja. Tu es halt dann. Ja. Warum hast du es nicht gemacht? Und dann sagen viele, ah, jetzt kriegen wir Besuch von der Schweizerin. Ja, die schmiert immer rum. Ja, ja. Die war das letzte Mal auch schon da. Die Schweizerin Spektor, oder? Geil? Mag mich. Ja, aber vor allen Dingen mag sie dein Essen. Das glaube ich nämlich auch. Ich stelle mich mal so hin, siehst du schon. Oh, das ist gemein wieder. Guck mal, der isst hier wieder alles weg. Das ist der Vorteil von meinem Hund, der kriegt den Kopf nicht so weit hoch. Die hängt immer mit dem Kopf auf dem Tisch. So, hallo, was macht ihr da? Ja. Viele sagen dann so, ja, Moment, aber der konnte ja gar nicht diese Bildung bekommen. Der konnte ja gar nicht das, weil das Geld war nicht da, das war da. Also ich glaube, es muss viel zusammenkommen, dass einer wirklich die Chance nicht hatte. Das glaube ich auch. Das gibt's natürlich. Das brauchen wir nicht schönreden. Natürlich gibt's das. Ja, absolut. Und leider ich glaube, mehr als früher. Ja, und der eine muss halt vielleicht ein bisschen mehr leisten, um irgendwo hinzukommen als der andere. Das ist leider einfach so. Das ist unsere Gesellschaft. Aber grundsätzlich glaube ich, dass jeder, wenn er sich auf Deutsch gesagt den Arsch aufreißt, hat er auch die Chance. Das natürlich gehört auch mal ein bisschen Glück dazu. Mhm. Also ich sage immer, Glück ist immer ein ganz. Ich habe schon viele Leute pleite gehen sehen, einfach, wo ich sage, nee, die können nichts dafür. Ja. Die haben einfach Pech gehabt. Und das ist einer von diesen 1000 Puzzlesteinen, was ich immer sage, für eine Firma gehört auch ein bisschen Quäntchen Glück. Ja. Und ohne dem geht's nicht. Geht nicht. Du musst natürlich dann auch, wenn du ein gewisses Glück erfährst, verstehen, es zu nutzen. Mhm. Viele Leute, die haben ja auch, die erfahren dann irgendwie eine glückliche Situation und denken, oh, das war schön, hey, war super, weißt du, damals noch, das war mal eine tolle Sache. Und du denkst dir so, ja, hättest du da mal weitergemacht, ne? Richtig. Das ist dann auch so dieser Blick, der dann fehlt. Ich mag es nicht, wenn Leute sich immer nur so als erfolgreich darstellen, immer so tun, als wenn sie die Oberchecker wären, auf Deutsch gesagt. Wo ich mir denke, nee, erstens hast du, es hat noch nie einer alleine geschafft. Nie. Du hast immer irgendwo ein Team hinter dir gehabt. Ja? Egal, ob du bei Uhrenmarken, Lebensmittel, Autos, whatever schaut, dahinter ist immer ein Team, das ackert und ackert und ackert. Und tu nicht so, als wenn du alleine wärst. Und das stört mich wahnsinnig. Wenn einfach immer die sagen, boah, und ich mache hier alles und ich habe nur Erfolg, sag ich, nee, hast du nicht. Du hast halt einfach auch immer ein bisschen Glück gehabt und du hattest auch immer Leute, die dir dabei helfen. Also würdige diese Menschen bitte. Ja. Das ist so. Das muss ich an dieser Stelle auch nochmal offiziell tun. Bei mir war das meine Frau. Weil wir haben ja nun mal 3 Kinder und auch vorher mit 2 Kindern. Und ich musste in der Zeit meinen Job machen. Und sie hat sich einfach um alles gekümmert. Sie hat sich zurückgestellt in der Form, hat gesagt, okay, komm, ich helfe dir, ich unterstütze, ich mache das. Weißt du, meine Tochter, ne, sie studiert jetzt, hat jetzt gerade ihren Master und so weiter. Sie war immer für sie da, für meinen Sohn immer da, für alle Kinder da. Und ich konnte frei atmen. Ich kriege das sehr häufig auch in der Branche mit, dass Leute komplett eingespannt werden teilweise. Und dann, natürlich ist privat wichtig, brauchen wir nicht überlegen. Nee, aber in bestimmten Phasen musst du jemanden haben, der dich dann auch mal den Rücken frei hält. Absolut. Und dir die Freiheit gibt, dich dann zu entfalten, auch wenn es dann gerade... Du hast deinen Stress da, der hat den Stress da, aber am Ende, wenn du an einem Strang ziehst. Und deshalb, meine Frau ist für mich. Also, ich sag's dir, ich könnte die Fortes nicht machen, wenn es daheim nicht stimmen würde. Ja. Ganz ehrlich, keine Chance. Und als ich damals die Entscheidung getroffen habe, habe ich das ganz klar mit meiner Frau abgesprochen. Sag ich, schau, sei dir bewusst, das geht nur, wenn ich unter der Woche nicht da bin. Ich bin dann in Grenchen. Ja. Und zwar genau so lange, bis das funktioniert. Und ich kann dir keinen Zeithorizont nennen. So, wollen wir das oder wollen wir das nicht? Ja. Ansonsten, wenn du da nicht mitmachst, dann werde ich es nicht tun. Das wird nicht funktionieren. Und ich bin echt, kann mich sehr glücklich schätzen, so jemanden zu Hause zu haben, der mich da unterstützt und schaut, dass daheim einfach alles funktioniert. Ja. Weil ich keine Zeit dafür habe. Ganz einfach. Klar. Und ohne dem funktioniert es nicht. Und es ist nicht nur das, es ist auch noch das restliche Team etc. so weiter. Aber das ist ganz entscheidend. Wenn es daheim nicht stimmt,
wirst du es in der Firma nicht hinkriegen. Ja. Zumindest bei mir nicht. Nee, ich glaube, dass das auch bei vielen so ist. Dass viele sind sich vielleicht dessen nicht bewusst oder sie haben halt keinen daheim. Ne? Dann ist es vielleicht einfacher. Aber das bist ja, ich sag mal, im Regelfall, wenn du jung bist, hast du vielleicht nicht unbedingt jemanden. Aber wenn du dann was hast, dann ist es absolut der, ich sag mal, Rückgrat. Das Rückgrat, richtig, genau. Eigentlich ist es das schönste Wort dafür. Ja. Ja, ohne dem keine Chance. Ja, absolut. Mein Wein ist leer. Ja, das ist eine Schande. Das können wir so nicht stehen lassen. Na, unser Hütchen legen wir hier immer noch. Ja, du kannst ja auch anderen sehen. Ja. Step by step. Die Zeit. Wir haben keine Ecke. Unser Rückgrat da hinten muss noch was hungern. Das ist das Schöne, wir essen jetzt alles auf. Nee, das ist ja noch reichend. Oh Mann, da müssen wir noch mehr essen. Magst du Sprudel rein haben? Schluck Wasser darfst du mal rein tun. Also ich finde, im Sommer ist das echt. Das ist sehr angenehm, gell? Ja. Dankeschön. Haben wir da noch was Eis? Oder hast du dir jetzt... Hier habe ich dir hingestellt. Schau, hast du mir das hingestellt? Da sind noch welche drin. Ich weiß ja, dass du das hier mit... Ach, Mann, du bist ein Engel, bist du. Also die Soße, muss ich sagen, großes Lob, ist sehr, 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 sehr lecker. Von meiner Schwiegermutter, der Mann damals, der liebte die auch so. Der ist leider nicht mehr unter uns. Der hat sich das Ding hinterher gelöffelt, genommen abends und hat die so pur gelöffelt. Ich sag, bist du bekloppt? Ich liebe das ja, wenn du in Spanien bist und dann Brot rein. Ja, mit Brot. Ja, ja, geil. Ja. Das ist ja mal ein tiefgreifendes Gespräch hier heute. Das ist ja tiefgreifend. Nee, aber wenn du vorhin nochmal sagst, weißt du, diese Zeit nochmal, ja, von der letzten Corona so, und jetzt kommt nochmal das mit dem Kick, dieses ständige Umstellen, was es extrem kompliziert macht für alle. Mhm. Kann ich da auch sagen, eigentlich war es die beschissenste Zeit, so eine Marke, diesen Neulaunch zu justieren. Mhm. Wir haben wirklich in Corona ja angefangen, mit dem Flieger das zu justieren. Und wenn ich mir dann aber dann anschaue, was wir trotzdem erreicht haben, bin ich schon irgendwie ein bisschen stolz. Ja, absolut. Auf meine Jungs und Mädels und das, was wir so geschafft haben. Ja, weißt, ihr macht schon, ja es auch. Ist schon was passiert. Weil ich meine, ich habe damals die Firma gekauft und da war klar, ich habe relativ schnell gemerkt, du bist nicht der Erste, der das tut. Also jetzt nicht bei Fortis, sondern einfach bei anderen Marken. Weil du hörst so, haben die Geschichte haben wir schon ganz oft gehört, Herr Philipp. Und jetzt zeigen sie mal, dass sie das ernst meinen und dann reden wir weiter so ungefähr. Und jetzt kommst du langsam in die Phase, wo sie dich ernst nehmen, wo sie sagen, okay, der hat doch keinen Schmarrn geredet vor 5 Jahren. Der zieht das wirklich durch. Mhm. Und das gefällt mir schon natürlich. Weißt du, wenn du am Anfang nicht ernst genommen wirst, dann ist das immer, erkennst du das, ist dann kratzt dann doch am Ego. Ja, absolut. Aber letztendlich hast du ja auch diese letztendlich Wahnsinnsmöglichkeit, auch jetzt, wie du sagst, diese Turbulenzzeiten noch einfach durchzustehen. Ja? Weil du nicht halt so irgendwie gesagt hast, oh, auf letzte Kante, ich mache jetzt mal, weißt du, man kauft sich ja nicht einfach mal eine Firma, weil man sich denkt, so ja, so gerade geht's noch. Ah, Schwiegermutter, hast du noch mal 5.000 mehr? Wir brauchen noch mal, ne? Es gibt ja so die goldene Unternehmerregel, kauf nichts, was du nicht zweimal bezahlen kannst. Genau. Ja, ja. So, und genau das ist das eben auch. Und dadurch hast du einfach diese Möglichkeit, auch wenn das jetzt schwierig war und auch wenn das vielleicht aus deiner Sicht natürlich nicht so gelaufen ist, wie du dir das vorgestellt hast, wie du selber sagst, ich finde, die Fortis, ich meine, wir machen das ja im Prinzip, seitdem du da bist, so ungefähr, mehr oder weniger, relativ sind wir auch gekommen. Und mir war Fortis vorher ja logischerweise ein Begriff, aber seitdem du da bist und die Entwicklung habe ich ja quasi mitverfolgt, das ist schon echt cool. Und das sage ich jetzt nicht, weil ich jetzt auch Fortis verkaufe, ihr könnt die bei mir im Shop kaufen. Nein, es ist sondern wirklich, weil ich auch jetzt der neue Flieger in diesem Petrol Green und so weiter. Super. Sieht einfach geil aus, gell? Super Ding. Das mit einer goldenen Lünette. Oh. Schau, du weißt ja nicht, was ich alles noch hier an dem im Petto habe. Ja, jetzt hast du es gerade neu reingesetzt. Es ist schade, wenn du immer dein Pulver gleich am Anfang verballerst. Ja, aber das... Und da nichts mehr kommt. Du musst ja auch nachlegen können. Ich glaube, das ist die größte Herausforderung sogar noch. Ja, das ist das Schwierigste. Ich glaube, ich habe schon gemerkt, natürlich, Fortis war eine Marke, die natürlich viele, viele Leute kennen und ein Begriff ist. Ganz viele Leute neugierig waren, was macht ihr jetzt da wirklich damit? Und dadurch, dass wir natürlich seit dem Fliegerlaunch 2020 halt wirklich auch ständig immer wirklich richtig neue Sachen gebracht haben, auch interessant waren für die und unter Beobachtung standen. So, wenn mal die Kollektion fertig ist,
willst du natürlich den Kunden auch Stabilität bieten. Mhm. Und nicht ständig das Modell wieder rausschmeißen und wieder das neu kreieren und das. Ja. Du willst da jetzt mal kein Gesicht haben. So. Und ich glaube, dann besteht wirklich große Kunst, weiterhin interessant zu bleiben. Und nicht einfach nur von grün auf ein blaues Ziffernblatt zu wechseln. Das ich finde das extrem stressig. Ja. Ich glaube, das ist stressiger als komplett neu aufzubauen. Auch wenn du jetzt was lanciert hast, wo du gerade am Anfang, sag ich mal, sagst, was sagt die Community, und die ist jetzt begeistert. Ja. Und du denkst, wow, das ist mir ja gelungen. Dann hat man natürlich einen wirklich, oder zumindest kann ich es mir auch vorstellen, einen gehörigen Respekt davor. Was ist denn mit der nächsten? Ja, das ist wie ein Musiker, der einen Hit landet, jetzt musst du nachliefern. Ganz genau. Sonst ist nicht und dann gibt es welche, die ziehen da Album für Album durch und haben immer irgendwelche Megadinger dabei. Und richtig, dann gibt es da One-Hit-Wonder. Das ist die große Kunst, wo natürlich ich mir schon mein Gehirn zermarter. Und da kommen wir wieder zur Frage. Vom Anfang, wie weit denke ich voraus? Das sind so die Dinge, wo ich sage, da denke ich schon sehr weit voraus. Weil das musst du. Sonst bist du plötzlich da und hast keinen Hit mehr in der Tasche und wirst langweilig. Ich hätte mich schon gewundert, wenn du gesagt hättest, ich denke nicht weit voraus. Na, ich glaube, dass ich inzwischen gelernt habe, beides zu tun. So im täglichen Geschäft. Na, du musst ja natürlich auch. Die nächsten 2-3 Monate so ungefähr. So ein bisschen langfristig Planung, weil ich meine, du musst warnen, du musst schauen, dass du die ganzen Teile bekommst etc. Du musst wahrscheinlich 2 Jahre vorausdenken, aber sag ich mir, die Vision oder was machst du denn dann? Mhm. Mir ist halt schon bewusst, was 26 passieren wird. Mir war auch bewusst, was letztes Jahr sagt. Ich habe auch den Leuten, ich weiß noch, auf der Weihnachtsfeier 21 gesagt, welchen Umsatz wir 22 machen werden. Und? Wie viel hast du? Das sage ich nicht, aber ich hatte recht. Ja, hast du übertroffen oder noch? Nein, es war definitiv. Ich habe gesagt, nächstes Jahr wird es 10-20% runter sein. Einfach aus den und den Gründen. Mhm. Weil wir das und das machen. Mhm. Wir tun es mit Absicht. Mhm. Wir machen schon Schritte ganz bewusst, weil wir sagen, schau, das ist jetzt so, weil wir wollen dahin, da oben ist unser Stern. Aber genau das ist diese Entscheidung, die du treffen kannst. Ja, ich kann das machen. Wo wir wiederum bei dieser Konzernsache sind, die da auf gar keinen Fall geht, weil es kann nur nach oben gehen und du kannst nicht mal sagen, okay, ich weiß, wenn ich das jetzt mache, rein theoretisch, die würden jetzt alle nur noch eigengeführte Boutiquen machen, wäre tatsächlich bei mancher Marke eine interessante Sache. Aber das würde natürlich für sie bedeuten, erstmal ganz schön zurückzustecken. Und das möchten sie nicht. Und das können sie nicht, deswegen müssen die immer nach vorne. Genau. Da sage ich, nee, manchmal musst du einen Schritt nach zurück und dann gehst du wieder 2 Schritte nach vorne. Die Buddhisten sagen, hast du Eile, geh langsam. Genau. Und das ist das, was wir uns leisten können. Ja. Ja, hoffentlich funktioniert es am Schluss in 10, 20 Jahren. Weiß ja kein Mensch. Ich gehe davon aus, dass es Also in 10 Jahren treffen wir uns. Ja, genau. Nächstes Jahr Wacken. Nächstes Jahr Wacken. Haben wir sowieso die Geilsten. Schauen wir mal, wer die Tickets nächstes Jahr bezahlen muss. Den lassen wir spenden. Ich mache so einen PayPal-Link. Community spendet. Genau. Ja, der arme Jupp. Aber es hat alles, was wir momentan tun, eigentlich schon den Blick in die nächsten 15 bis 10 Jahre. Mhm. Weil wir dahin wollen. Und wir kommen dann nur hin, indem wir das auch tun. Manchmal musst du dir den Anschluss abholen. Aber ich glaube, dass ich den Kunden etwas schuldig bin, weil ich ihnen erzählt habe, was wir machen werden oder wo wir hinwollen. Und ich glaube, dass der Weg genau dorthin führt, indem wir es so tun wie wir. Und ohne andere eben halt nicht. So, die anderen leben von der Hand im Mund. Können Sie, weißt, kleine Marken ist teilweise echt schwierig und die großen Marken sind halt immer nur umsatzgetrieben. Ja, so. Das ist das, was ich meine. Ja. Und das ist genau der Punkt, wo ich sage, okay, du mit deiner, das ist immer so, ich weiß gar nicht, das müsste man mal eine Zeiteinheit mal messen, wie das ist. Da müssen wir mal so Themenwechsel machen. Genau. Also, jetzt ein neues Thema. Hab mich auch jetzt völlig rausgebracht, diesmal. Mach den. Naja. Mach ich gern. In meinem Alter ist das ständig so. Also ich habe so auch irgendwie so Wortfindungsstörungen in letzter Zeit. Hast du das auch im Alter? Wahrscheinlich. Wie viel waren wir auseinander? Ich werde jetzt im Juli 47. Ah ja, das war ein Jahr. Ein Jahr. Also ich bin quasi deine Preview. Da musst du aber noch ein bisschen zulegen bis nächstes Jahr. Nee, aber. Das ist ein Jahr. Es ist so, ich merke so, ich weiß nicht, ob es von der vielen Arbeit ist. Dass man halt eben gedanklich immer sehr, sag ich mal, Nächste, komm, mach. Das hockt jetzt nicht blöd rum und quatscht, sondern mach. Wir können gleich das. Ich habe hier eine To-Do-Liste, zack, zack, zack. Dass du dadurch ins Haarspiel kommst und dich manchmal in den Wörtern, ich höre mir ja manchmal selber zu und denke mal, was redest du jetzt eigentlich? Du hast jetzt gerade 3 Wörter gesagt, die nicht zusammengehören. Oder es ist das Alter, dass wir langsam dement werden, ich habe keine Ahnung. Weißt du, was interessant ist? Ich habe letztens zu meiner Frau noch gesagt, ich bin ein unheimlich
schlechter Streiter. Warum? Weil mir Streit in meinem Leben nicht wichtig ist, weil ich viel wichtigere Dinge zu erledigen habe und deshalb bin ich schnell im Vergessen. Das heißt, es war mal Stress, okay, es wird zu Ende vorbei. Ich kann dir das auch nicht mal wiedergeben. Ich kann dir auch nicht sagen, mal vor 3 Jahren, da hast du mir das gesagt, das fand ich kacke. Kann ich nicht mehr. Ich treffe dreimal Leute wieder, ich weiß, da war irgendwas, aber ich kann dir nicht mehr sagen, was. Ich kann dir auch nicht mal sagen, was vor einer Woche war, weil mir das echt nicht wichtig ist. Ich bin A, ein Harmoniemensch und B, ist das für mich nichts, was sich irgendwie habe ich das für mich kultiviert, dass es nichts Wichtiges ist. Deshalb, ich kann mir das nicht behalten. Ich weiß es nicht. Ich bin auch einer von den, bin null nachtragend. Ich habe das von meinen Eltern so gelernt, die waren auch nie nachtragend. Wenn du als Kind dann Schmarrn gemacht hast, dann hast du ein Watschen gekriegt oder einen Anschiss oder sonst irgendwas. Sagt er, das war mal passiert, sondern war es aber erledigt. Letztes war dann vorbei. Mhm. Und das ist so, ich hab mal einen Gerichtsprozess gehabt, 3 Jahre lang. Mit einem, der mich da verklagt hat, wegen so einem Mitarbeiter, üblicher Arbeitsgerichtsprozess. Und dann war man, und das war richtig Streit, das war richtig heftig, was der da und bla bla bla. Und dann hat man sich da gestritten, so wir waren fertig. Und dann hat er zu mir gesagt, ja, gehen wir jetzt rüber und Kirsch trinken noch ein Bier. Ja, okay. So, es war erledigt. Weißt du, der Streit war für mich, weil das ist vorbei. Und dann haben mich alle angeguckt und gesagt, wie machst du denn das? Das kann nicht sein. Ihr habt dir jetzt 3 Jahre so ungefähr die Augen ausgekratzt. Und jetzt trinkst du mit dem Bier. Sag ich, ja, warum soll ich das nicht tun? Und mit der Erfahrung von heute, hätte es das überhaupt gegeben, den Prozess? Ja, jetzt schon, weil das immer halt mit mir gar nichts zu tun hatte. Ach so, okay. Das war, ich habe nur festgestellt, dass da etwas schief läuft und habe gesagt, so geht's nicht so. Okay. Und dann fing der Streit an. Also es war kein Streit zwischen uns beiden. Mhm. Wir haben dann nur vor Gericht gekämpft. Aber ich habe einfach gesagt, schau, hier ist jetzt die Grenze. Weil manchmal ist das ja wirklich so, Dinge, wo du dich früher stundenlang hättest, weißt du, weil, nee, und das geht nicht, und das ist meine, und mein Ego, mein Recht, mein Tralala. Und ich denke, ja, hab ich beschwert. Ja, komm, ja, es tut ein bisschen weh, aber komm, kein Bock drauf. Bringt mir nichts, bringt mich nicht weiter. Nur negative Energie. Mhm. Was soll das? Tschüss. Es wird immer Meinungsverschiedenheiten geben. Immer. Absolut. Und wenn du dann nicht lernst, damit umzugehen oder kompromissbereit bist, du musst nicht immer nachgeben, überhaupt nicht. Das verlangt kein Mensch, aber irgendwann muss dein gesunder Menschenverstand dir einfach sagen, ja. Ist es das wert? Ist es das wert? Oder vielleicht hat der andere doch recht. Und dann muss man auch das selbst reflektieren, ist, glaube ich, ganz entscheidend. Ja. Ist so. Und du musst einfach auf das Stück die Eier haben, einfach auch mal eingestehen, okay, ich war falsch. Das können ganz wenige. Ja. Bin ich wirklich einer, weißt du, weil ich bin ein stolzer Mensch. Ja, ich bin das bist du schon. Ne? Okay. Du kennst ja so meine Geschichten so ein bisschen, aber ich bin auch jemand, der durchaus sagen kann, immer, da war zu viel oder tut mir leid. Weil ich finde, das gehört dazu. Ja. Das muss man auch. Man muss auch mal die Hosen runterlassen können und sagen, du, das war nicht okay. Ich glaube nicht, dass irgendein Mensch auf dieser Welt perfekt ist. Nein. Ich glaube, du musst die Menschen so akzeptieren, wie sie sind. Ja, wenn du das schaffst, so ein bisschen mehr einfach aus deiner Warte, aus deinem Blickwinkel einfach mal rauszugehen und einfach mal so ein bisschen drauf zu schauen und nicht nur drauf zu, ne, also entgegen zu gucken. Genau. Das Ganze zu sehen, dann hast du oft. Ich habe eine Zeit lang täglich meditiert, morgens und abends. Okay. Das hat mich, das war schon Wahnsinn. Also ich meine, das verändert dich. Es ist definitiv, dass sich das verändert, wenn du das wirklich durchziehst und dich wirklich versenken kannst. Du kommst einfach. Du bist ruhiger. Mhm. Dich triggert nichts mehr so. Du hast mehr Verständnis automatisch schon für Leute, weil du einfach mehr in dir ruhst. Mhm. Wenn du von vornherein schon so Stress aufgeladen bist, dann braucht nur einer irgendwas falsch zu sagen. Ganz ehrlich, das gibt es auch so Tage. Da entschuldige ich mich ja auch bei allen Leuten bei mir im Büro nachträglich zuerst, weil ich, weißt, kommst rein, hast schon Rückenschmerzen, irgendwie zu lange Auto gefahren, whatever, dann hast du so eine Laune. Und dann kommt schon einer. So, ein falsches Wort und ich schnauze dich an. Ich meine, es ist nicht so, dass ich immer nur nett bin. Ich weiß das schon auch, ich kann auch cholerisch sein. So, und dann muss man halt sich hinstellen und sagen, das müssen wir demnächst mal filmen. Okay, sorry, tut mir leid. Andreas nennt mich immer kleines Tourette. Meine Frau sagt zu mir immer, ich hätte ein Sing-Tourette. Ah ja? Ja. Yeah. Keine Ahnung. Ja, ja, ich fange mal wieder so verrückt an zu singen irgendwas und ich kann es halt nicht. Und das, nee, ich kann schon fluchen. Ja, ich bin ganz ruhig, ich ruhe in mir. Ja, aber manchmal bist du halt dann so bissig, weißt du? Da willst du, dass das jetzt funktioniert und sagst du mir, aber das ist doch menschlich. Ja. Das gehört doch dazu. Ja. Ne? Aber wie du schon sagst, wenn du dann natürlich der Arsch bist, der am Ende nicht hingeht und sagt, hör mal, Jungs,
War ein bisschen drüber. Tut mir leid. Ja. Ja, du merkst halt so, dass die Lautstärke langsam sinkt und alle so ihren Kopf hinter dem Monitor versenken. Ja, ja. Du merkst eigentlich schon, dass es falsch ist, während du schon laut genau. bist. Genau. Du eigentlich weißt du schon, aber du musst jetzt deine Energie rauslassen so. Ja. Und dann musst du einfach danach hinstellen und sagen, okay, Entschuldigung. Hallo. Kennt mich ja. Bring mal ein Bier, komm. Ja, aber so ist doch schön. Genau. So ist doch schön, so muss es sein. Das wäre. Hast du noch irgendwas Besonderes, was du anschneiden möchtest zum Schluss so? So, kauft Fortis. Kauft Fortis und das bitte bei ihm. Ganz einfach. Meine liebe Gemeinde. Richtig. Jetzt wir predigen. Sind heute zusammengekommen, um diesen Tag zu preisen. Nein. Richtig, genau. Nein, natürlich würde es mich freuen. Kauft bei ihm. Das macht uns allen Freude und es ist immer besser, weil es geht wieder um Thema Partnerschaft. Das bringt nichts, wenn es bei mir kauft. Kauft es direkt da bei den Leuten, die sich auf den Arsch aufreißen. Das macht am meisten Sinn. Absolut. Und am Schluss. Und es gibt eine geile Rakete. Es gibt eine geile Rakete von uns unterschrieben. Absolut. Hast du das Herzchen eigentlich noch drum gemacht? Ja, natürlich. Das ist selbstverständlich. Ich wollte das ja auch schon machen. Ich wollte ja schon Juppie und dann so ein großes Herz, wo du dich noch reinschreiben kannst. Und ich dachte, nee, das ist jetzt blöd, machst du das nicht. Dann hast du angerufen, sollen wir das machen? Ja, mach. Okay. Nee, der Herr, einer von den Großen aus der Uhrenindustrie, hat bei mir, ich glaube letztes Jahr oder was, keine Ahnung, haben wir mal so ein Gespräch geführt und er hat gesagt, schau Jupp, wir müssen verstehen, dass wir alle ein zusammenhängender Organismus sind. Mhm. Und wir dürfen nicht gegeneinander kämpfen, mhm. weil wir arbeiten alle mit denselben Partnerfirmen oder ähnlichen. Heißt, das ist alles irgendwo zusammenhängend. Und wenn es den einen wirft, wird es dem anderen auch schaden. Ja. Es ist einfach mal Fakt. Wir müssen zusammenarbeiten. Dann sage ich danke, dein Wort in Gottes Ohr, weil genau darum geht. Aber er wird leider nicht so häufig erhört. Und deswegen kann ich schon, sage ich mal, den Unmut mancher Juweliere verstehen, wenn plötzlich die großen Marken halt noch mehr Umsatz machen müssen. Und das ist das Einfachste. Du machst einen eigenen Shop, weil dann hast du nämlich nicht mehr den Verkaufspreis an den Juwelier, sondern den direkt an Endkunden. Du verkaufst dann nicht mehr Uhren, aber du hast höhere Umsätze und schon steigen deine Aktienkurse. Wo wir wieder bei Konzernen sind. Wir sind wieder beim Konzernen so. Und das ist etwas, wo ich sage, okay, ihr habt das Gesamtkonstrukt nicht verstanden. Wir müssen zusammenarbeiten. Und deswegen sage ich ganz bewusst und laut, es ist besser, ihr kauft bei ihm als direkt bei mir. Ganz einfach. Das ist gut. Genau. Ich habe da eigentlich gar nichts hinzuzufügen. Gar nichts dagegen. Ja. Ich finde, schöner hätte er das nicht sagen. Ich gucke mal da hinten. Dabei ist ja das hier meine Kamera. Ja, hättest du die Schoste wieder falsch, gell? Ja, weißt du, ich mache das noch nicht so lange. Da passiert mir das schon mal. Hast du auch kein rotes Licht, was da leuchtet oder so? Nee. Weiß man nicht, welche Kamera. Doch, also man sieht da unten ein kleines rotes Rack, aber ohne Brille kenne ich das nicht. Sorry, sowas. Ohne Brille geht gar nichts. Also auf die Entfernung. Ja, das nein, ist richtig. Nein. Nee, aber ich habe gar nichts Großes jetzt mitzuteilen. Ich freue mich auf morgen. Ja, das werdet ihr wahrscheinlich erst alles im Nachhinein sehen. Nachhinein aber morgen. Sehen, egal. Kannst du ja auch rausschneiden, was ich gesagt habe. Große Flugshow. Ja, genau. Und hoffentlich ein toller Abend. Weil da erstmal kommt das Fans. Und dann das. Ja. Mhm. 80 Leute oder was, ne? Sind da. Ja, ist cool. Geladen. Freut mich also. Und alles irgendwie größtenteils hier von uns, ne? Aus der Community. Ja, ist alles hier. Freue mich schon auf die ein oder anderen Gesichter, die werde ich bestimmt schon mal gesehen haben. Irgendwie. Ja, bestimmt. Die haben mich beim Käsefrondel gesehen. Beim Käse. Die haben mich gesehen, aber ich habe sie bestimmt auch schon mal gesehen auf irgendwelchen Events. Ja. So ist das. Finde ich mal cool. Ja. So, sollen wir die anderen jetzt auch was essen lassen? Ach komm. Sollen wir noch? Wir hängen nur mal 10 Minuten dran. Komm, eigentlich. Wir essen nichts mehr, wir trinken noch ein Gläschen. Komm. Ah, tschüss. Ja, ist ein schöner Wein. So, Kinder, ich glaube, ihr dürft. So. Kinder! Kinder, essen fassen. Essen ist fertig! Sie essen jetzt das, was wir übrig gelassen haben. Genau. Meine Lieben, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Da ist deine, da ist meine, da ist unsere. Ciao, ciao.